Schönen guten Morgen, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Herzlich willkommen hier bei uns im ÖGB. Wir haben zu diesem Pressegespräch heute eingeladen, weil es eine gute Gelegenheit ist, zwischen den Feiertagen darauf hinzuschauen, was ist gut gelaufen, was ist vielleicht nicht so gut gelungen im zu Ende gehenden Jahr und wohin geht die Reise im kommenden Jahr. Wenige Tage vor Weihnachten haben das IHS und das Wirtschaftsforschungsinstitut ihre Ausblicke für das Jahr 2019 präsentiert. Die gute Nachricht ist, wir können von einem Wirtschaftswachstum von 2% ausgehen. Die Konjunktur steht auf einer festen Basis. Industrie, Bauwirtschaft und auch die internationale Nachfrage sind sehr, sehr gut und daher sind die Rahmenbedingungen perfekt. Ein wesentlicher Stabilitätsfaktor ist die Inlandsnachfrage, die Kaufkraft der privaten Haushalte. Und diese wird durch solide Lohnerhöhungen, wie es bezeichnet wurde, gestärkt. Der Anstieg der Löhne und Gehälter wird sich 2019 neuerlich beschleunigen. All das haben WIFO und IHS gemeinsam festgestellt. Und es ist eigentlich ein schönes Kompliment, könnte man sagen, für die gewerkschaftliche Lohnpolitik, die wir in diesem Herbst in den Kollektivvertragsverhandlungen durchgeführt haben. Diese Kollektivvertragsverhandlungen waren von sehr schwierigen Rahmenbedingungen gekennzeichnet und trotzdem bin ich sehr stolz über die Erfolge, die hier erzielt wurden. Wir wollten zum einen deutliche Lohnsteigerungen zustande bringen, weil auch die Wirtschaftsdaten sehr, sehr gut sind und die Erwartungshaltung der Kolleginnen und Kollegen daher zu Recht eine sehr, sehr hohe war. Und zum Zweiten hatten wir uns bei unserer erstmals durchgeführten Kollektivvertragsverhandlerinnenkonferenz am 19. September auch vorgenommen, vieles, was unklar ist im Arbeitszeitgesetz, jetzt so bei den Kollektivvertragsverhandlungen zu gestalten, dass mehr Klarheit vorhanden ist. Und wir hatten uns auch vorgenommen, Punkte, die von der Regierung versprochen wurden, die sich dann im Gesetz nicht wiedergefunden haben, diese Punkte auch in den Kollektivvertragsverhandlungen umzusetzen. Und das hat die ganze Situation natürlich etwas erschwert. Aber zusammenfassend kann man sagen, dass beginnend mit den Metallrunden wir insgesamt im Herbst rund 150 Kollektivvertragsverhandlungen durchgeführt haben und sehr viele Kollektivverträge auch schon abgeschlossen sind. Einige sind mitten im Verhandlungsprozess, mehrere kommen dann in der sogenannten Frühjahrslohnrunde noch dazu. Diese Verhandlungen waren nicht einfach, weil sie im Gegensatz zur Vergangenheit sehr oft mit Kommentaren, mit Zurufen von außen begleitet wurden und weil jene, die sich das neue Arbeitszeitgesetz bestellt hatten, dann plötzlich bass erstaunt waren und gesagt haben, ja bitte, wieso, wenn euch was nicht passt bei der Arbeitszeit, geht es doch zur Regierung und kommt es nicht zu uns. Wir haben ihnen auch versucht, die entsprechende Antwort zu übermitteln, weil man kann sich nicht zum einen ein mehr Gesetz wünschen und wenn es dann da ist, so zu tun, als hätte man mit dem Ganzen nichts zu tun. Also haben wir auch unsere Forderungen und Zielsetzungen zur Gestaltung der Arbeitszeit weiter vorangetrieben und in vielen Bereichen auch entsprechend durchgesetzt. Die Löhne und Gehälter wurden zumeist in einer Bandbreite zwischen 2,6 und 4,3% erhöht. Wir haben darauf geachtet, bei diesen Kollektivvertragsverhandlungen im Herbst, dass besonders die unteren Einkommensbereiche stärker berücksichtigt werden und wir haben die unterschiedlichen Möglichkeiten, die es gibt, untere und mittlere Einkommen stärker zu berücksichtigen, wir haben sie alle ausgenutzt. Das heißt, es waren Abschlüsse dabei, wo ein Fixbetrag zustande gekommen ist, es waren gestaffelte Prozentsätze dabei, es waren Mindestbeträge dabei, es waren Sockelbeträge dabei. Also alle Spielarten wurden hier von den Gewerkschaften genutzt, um die unteren Einkommensbezieher stärker zu berücksichtigen und hier auch etwas weiterzubringen. Und damit ist es auch gelungen, unserem großen Ziel, einem Mindestlohn von 1.700 Euro, wieder einen großen Schritt näher zu kommen. Wir haben zwischenzeitlich eine ganze Reihe von Branchen, wo wir die 1.700 Euro deutlich überschritten haben, etwa im Metallbereich. Wir haben aber auch andere Branchen, das muss man ehrlicherweise sagen, wo wir gerade dabei sind, die 1.500 Euro letztendlich umzusetzen und diesen Prozess abzuschließen. Das wird uns im Jahr 2019 noch beschäftigen, aber Ende 2019 wird es keinen einzigen Arbeitnehmer mehr geben, der einem Kollektivvertrag unterliegt, wo es die 1.500 Euro nicht auch realisiert gibt. Das ist sozusagen etwas,
was wir noch aus der Vergangenheit fertig erledigen müssen. Das, was uns bevorsteht, ist, dass wir in vielen Bereichen, wo es die 1700 noch nicht gibt, weiter Gas geben werden. Auch wieder durch eine sehr stark orientierte Politik, dass die unteren Einkommen stärker berücksichtigt werden, um diesen Schritt näher zu kommen. In vielen Branchen, muss man aber auch sehr offen sagen, bewegen wir uns Richtung eines Mindestlohns von 2000 Euro. Und ich glaube, dass das auch eine sehr wichtige Entwicklung ist. Wir haben gesehen, dass es in den Branchen mit den niedrigsten Einkommen die größten Probleme gibt, den Mindestlohn nach oben zu bringen. Das hängt auch damit zusammen, und das muss man offen aussprechen dürfen, dass das Geschäftsmodell mancher Branchen schon auch darauf ausgerichtet ist, dass die Menschen, die dort arbeiten, wenig oder sehr wenig bezahlt bekommen. Wenn das dann noch eine Branche ist mit einem sehr hohen Anteil an Teilzeitbeschäftigten, wenn es eine Branche ist, wo wir auch aus verschiedensten Gründen nicht gut gewerkschaftlich organisiert sind, das heißt, wo auch die Möglichkeit, Druck zu erzeugen, nur bedingt vorhanden ist, dann ist es natürlich um ein Eckhaus schwieriger, dort entsprechende Maßnahmen zu setzen, die Mindestlöhne voranzutreiben. Und das hat sich auch in diesem Herbst wieder gezeigt, dass es einen Zusammenhang gibt zwischen der gewerkschaftlichen Organisierung, also wie viele Menschen in einer Branche Mitglieder der Gewerkschaft sind und daher auch wir in der Lage sind, entsprechend Druck zu entwickeln, und im Gegensatz dazu bei Branchen, wo die Organisationsdichte sehr niedrig ist oder wir gar nicht organisiert sind, wo man halt immer versuchen muss, dann mit anderen Maßnahmen einen guten Kollektivvertragsabschluss zustande zu bringen, aber hier kein Automatismus vorliegen kann. Schwerpunkt war, wie gesagt, neben dem Geld auch das Rahmenrecht und hier diesmal ganz besonders die Arbeitszeit. Und ich bitte auch sehr und aber versucht immer darauf hinzuweisen, wenn man von Kollektivvertragsabschlüssen spricht, nicht nur Prozentsätze zu vergleichen. Weil das ist eine Verkürzung, die eigentlich nicht stimmt, weil ein Kollektivvertragsabschluss ist immer ein Gesamtpaket. Es ist ein Gesamtpaket, das sich aus Geld und aus Rahmenrecht zusammensetzt. Und Rahmenrecht, das ist so ein komischer Begriff, wo sich keiner was vorstellen kann. Da geht es um Arbeitszeit zum Beispiel, da geht es um Freizeittage bei Eheschließungen, Übersiedlungen und sonstige Dinge. Also all das, was das Arbeitsleben regelt und was nicht Geld ist, das ist das Rahmenrecht. Aber das hat natürlich einen geldäquivalenten Wert. Und daher muss man einen Abschluss immer als Ganzes sehen, nämlich Geld und Rahmenrecht. Und da ist uns in diesem Herbst einiges gelungen. Und ich sage jetzt nur stichwortartig, von den vielen Dingen, die wir uns vorgenommen haben, was wir umsetzen konnten. Es ist die Verteuerung der 11. und 12. Stunde mit Zuschlägen bis zu 100%. Das ist für die Wochenendarbeit, die das neue Arbeitszeitgesetz zulässt, 50%ige Zuschläge für den Samstag, 150%ige Zuschläge für den Sonntag. Wir haben für die 11. und 12. Stunde in einzelnen Kollektivverträgen ein gesichertes Ablehnungsrecht verankert, im Gegensatz zu diesem Geschwurbel von der Freiwilligkeit, wie es im Gesetz drinnen steht. Wir haben zusätzliche bezahlte Pausen erreicht, wenn mehr als 10 Stunden gearbeitet wird. Wir haben erstmals auch durchgesetzt einen zusätzlichen Freizeittag für Menschen, die ehrenamtlich in Blaulichtorganisationen arbeiten. Wir haben Zeitzuschläge für Nachtarbeit erreicht, zusätzliche. Wir haben Zusatzurlaube durchgesetzt in einzelnen Kollektivverträgen bis zu 7 Tagen. In einigen Branchen konnte auch erreicht werden, dass die vom Gesetzgeber abgeschaffte Zustimmungspflicht bei der 11. und 12. Stunde über den Kollektivvertrag wieder festgeschrieben wurde und auch von den Arbeitgebern klargestellt wurde, dass die 11. und 12. Stunde die Ausnahme bleiben und dass das auch mit dem Betriebsrat entsprechend vereinbart wird, so wie das die alte Rechtslage auch hergegeben hat. Wir haben uns bemüht, Versprechungen der Regierung nach selbstgewählten Freizeitblöcken 4-Tage-Woche in die Verhandlungen einzubringen. Ich bin sehr stolz, dass es uns gelungen ist, einen Rechtsanspruch für die 4-Tage-Woche im Handel noch knapp vor Weihnachten durchzusetzen. Das ist ein wichtiger Schritt, dass überlange Arbeitszeiten und Veränderungen in der Arbeitszeit auch so gestaltet werden können, dass sie für die Menschen gut lebbar und gut nachvollziehbar sind. Wir haben ein Recht auf Altersteilzeit durchgesetzt, ein Recht auf Bildungskarenz
Und wir haben weitere Fortschritte bei der Karenzzeitenanrechnung gemacht. Und erlauben Sie mir, meine Damen und Herren, hier auch einmal mehr klarzustellen, da wird ein perfides Spiel gespielt von Seiten der Bundesregierung auf dem Rücken der Frauen. Als die Herbstlohnrunden begannen, haben sie sich auf einmal hingestellt und haben gesagt, ja, jetzt müssen die Sozialpartner endlich bei der Karenzzeitenanrechnung was weiterbringen und wenn nicht, dann machen wir ein Gesetz. Und wir haben damals gesagt, liebe Freunde, seit dem Jahr 2011 verhandeln wir erfolgreich Stück für Stück die Anrechnung von Karenzzeiten. Zuerst einmal sind 6 Monate angerechnet worden, dann sind 12 Monate angerechnet worden. Mittlerweile haben wir in vielen Kollektivverträgen 24 Monate, die angerechnet werden. Aber es gibt zur Stunde 450.000 Frauen, die noch keine vollständige Anrechnung der Karenzzeiten haben. Das sind 44%. Das heißt, wir haben in den letzten Jahren für mehr als die Hälfte die Anrechnung der Karenzzeiten erreicht, aber 44% haben das noch nicht. Und weil das so ist, verlangen wir, dass die Regierung das einlöst, was sie gesagt hat, nämlich, dass es jetzt eine gesetzliche Regelung gibt für die Anrechnung der Karenzzeiten. In Wirklichkeit ist es absurd, dass eine Gewerkschaftsbewegung jedes Jahr zitzelweise um Monate streiten muss, sich diese Monate, die man dann durchsetzt, muss man sich dann auch noch gegenrechnen lassen, weil das hat ja auch ein Geld wert und das schmälert dann natürlich die Möglichkeit, den Prozentsatz hinaufzubringen. Und es ist absurd, weil es eine nicht veränderbare biologische Voraussetzung ist, dass Frauen halt, wenn sie Kinder kriegen, daheim bleiben müssen, wenn wir ein Recht auf Karenz haben. Und dass das sozusagen so einen großen Nachteil mit sich bringt, da braucht es mich nicht dazu. Das wissen Sie alle, wie die Einkommensschere ausschaut und auch wie die Erwerbsbiografien von Frauen aussehen. Und daher muss es jetzt diese gesetzliche Regelung geben und dafür werden wir uns auch entsprechend einsetzen. Was wir insgesamt gesehen haben in diesem Herbst ist, der Kollektivvertrag gewinnt an Bedeutung. Und er gewinnt deswegen an Bedeutung, weil er für uns die wichtigste Ebene ist zur Gestaltung der Arbeitswelt. Das hängt auch damit zusammen, dass die Bundesregierung keinen Wert darauf legt, mit den Gewerkschaften, mit der Gewerkschaftsbewegung Gespräche zu führen, bevor Sozialgesetze, Wirtschaftsgesetze, die Auswirkungen auf die Arbeitnehmer haben, ausgesendet werden, in Kraft gesetzt werden. Da hat es in der Vergangenheit Verhandlungen und Gespräche gegeben. Das gibt es jetzt nicht. Und daher gibt es immer nur zwei Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit ist, dass man versucht, auf der gesellschaftspolitischen Ebene ein Gesetzesvorhaben zu bekämpfen oder auch in Diskussion zu bringen. Und das andere ist, dass dann, wenn Gesetze gemacht werden, wir schauen auf der kollektivvertraglichen Ebene, wie wir bestmöglich dafür sorgen können, dass die Auswirkungen solcher Gesetze für die Menschen, die negativen Auswirkungen, möglichst gering gehalten werden. Das heißt, der Kollektivvertrag ist wichtiger denn je, ist eine Gestaltungsebene für die Gewerkschaften und für die Sozialpartner. Ich glaube, der Herbst hat auch gezeigt, dass die Sozialpartnerschaft auf der Branchenebene funktioniert und dass Ergebnisse möglich sind. Und damit bin ich bei dem Thema Auseinandersetzungen. Auch die hat es gegeben in diesem Herbst. Warnstreiks, sehr viele Betriebsversammlungen während der Arbeitszeit und auch die öffentliche Berichterstattung war sich nicht einig darüber, wie man mit dem umgehen soll. Die einen haben gesagt, naja, ein heißer Herbst ist angekündigt, ein warmes Lüfterl ist es geworden. Die gleichen, die gesagt, die jede Diskussion damit beendet haben, dass na und wird jetzt da gestreikt, wird jetzt da gestreikt. Wenn wir dann gestreikt haben, waren manche die Ersten, die gesagt haben, boah, also das geht aber jetzt da zu weit und da wird der Bogen überspannt. Geschenkt ist auch dem geschuldet, dass es mit Arbeitskämpfen und Streiks in diesem Land auf allen Ebenen nicht so viele Erfahrungen gibt, was ja prinzipiell was Gutes ist, weil wir in Österreich gerne die Dinge am Verhandlungstisch lösen, wenn das irgendwie möglich ist. Aber wenn es eben nicht möglich ist, dann muss es auch die Möglichkeit geben und die haben wir genutzt, Druck zu machen. Und es gibt unterschiedliche Formen, wie man Druck machen kann. Es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, Druck auszuüben. Der Warnstreik, die Betriebsversammlung während der Arbeitszeit, all das sind Dinge, die in einer Eskalationsstufe schon sehr deutlich weit oben ist. Und man hat aber auch gesehen, wenn einmal 2 Stunden ein Warnstreik stattfindet, etwa in der Industrie oder sogar
bei den Eisenbahnen, dass deswegen die Welt nicht zusammenbricht und dass trotzdem schon sehr bald danach alles wieder in geordneten Bahnen geht. Insgesamt zur Kollektivvertragspolitik möchte ich sagen, das Ziel ist weiterhin aufrecht, 1700 Euro durchzusetzen. Ich habe auch mich sehr gefreut darüber, dass wir aus der Bevölkerung sehr viele positive Rückmeldungen bekommen haben in diesem Kollektivvertragsherbst, auch viel Unterstützung, so im Sinne von lasst euch nichts gefallen, ist gut, dass ihr euch auf die Füße stellt und so weiter. Auch dann, wenn man möglicherweise von einer Maßnahme da und dort selbst betroffen ist. Und wir haben es auch gemerkt, ich kann Ihnen noch keine endgültigen Zahlen präsentieren, das werden wir dann Ende Jänner, Anfang Februar machen, aber wir haben sehr, sehr gute Mitgliederentwicklung in diesem Herbst auch genommen. Als Gewerkschaftsbewegung insgesamt sind fast alle Gewerkschaften deutlich im Plus und wie gesagt, wir werden dann schauen, wenn die Gesamtzahlen vorliegen, dass wir sie Ihnen auch entsprechend präsentieren können. Was heißt das für die kommende Zeit? Wir sind ja in einigen Branchen noch mitten in Verhandlungen, in anderen stehen sie unmittelbar bevor, Stichwort Frühjahrslohnrunde. Aber eine Branche, die mir hier besonders am Herzen liegt und die ich erwähnen möchte, wo die Forderungsübergabe schon stattfand und die Verhandlungen jetzt sehr bald im Jänner fortgesetzt werden, ist die Sozialwirtschaft. Das sind jene Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in den sozialen Organisationen, die in der Betreuung, in der Pflege beschäftigt sind. Und da geht es natürlich um eine ordentliche Bezahlung, wie für alle anderen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer auch. Dort geht es aber um mehr, weil der Druck für die Beschäftigten in der Sozialwirtschaft, der einerseits von den zu pflegenden oder zu betreuenden Klienten kommt, andererseits von deren Angehörigen, immens groß ist, weil es insgesamt schon so ist, dass zu wenig Menschen zur Verfügung stehen für diesen immer größer werdenden Bedarf an Pflege und an Betreuungsleistungen. Und daher, wenn man haben möchte, dass es in Zukunft mehr Menschen gibt, die in diesen Beruf reingehen, auch klar sein muss, dass es nicht reicht, Leute zu suchen, die ein großes soziales Herz und ein starkes soziales Engagement haben. Das haben die alle, die dort beschäftigt sind, sondern dass es auch und vor allem darum geht, dass die ordentliche Rahmenbedingungen zum Arbeiten haben. Und das ist Geld, das ist Arbeitszeit, darum verlangen die auch eine Absenkung ihrer Arbeitszeit, weil sie mit dem Druck sukzessive nicht mehr so umgehen können, bis hin zur Frage, dass sie selbst bestimmte Erlebnisse verarbeiten müssen, Coachings und Selbstbetreuungsmöglichkeiten brauchen. Und ich betone das deshalb, weil ja schon Einzelne das Jahr 2019 groß zum Jahr der Pflege ausgerufen haben. Und das, was mir alles fehlt bei den ganzen Ansagen zur Pflege, ist, dass sich irgendwer auch Gedanken macht, dass dort Menschen arbeiten. Dort gibt es Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und auf die muss man schauen, sonst kann man sich alles aufzeichnen, was man sich wünscht rund um die Pflege, wenn man nicht auf die Menschen schaut, die dort beschäftigt sind. Wir werden daher alles tun, dass wir zu einem guten Kollektivvertragsabschluss kommen und wir werden auch dieses Spiel, das von Gebietskörperschaften die Pflege- oder Betreuungsleistungen zukaufen, jahrelang gespielt wird, auf die Dauer nicht mitmachen. Das ist so ein bisschen Schneider-Schneider-Leichmatscher, indem man sagt, wir täten euch eh gern mehr Geld geben, aber die Länder und die Städte und der Bund, die die Leistungen einkaufen, die geben uns nicht mehr zur Verfügung, daher können wir nicht mehr an die Leute rausgeben. Und daher werden wir versuchen, wieder Ihnen klarzumachen, wenn man eine Leistung einkauft, dann hat diese Leistung einen bestimmten Preis und es kann doch nicht sein, dass sozusagen da ein Spiel auf Kosten derer, die dort beschäftigt sind, getrieben wird. Es geht darum, dass die Klienten, die Menschen, die Pflege und Betreuung brauchen, bestmögliche Betreuung und Versorgung haben. Es geht aber schon auch darum, dass die Leute, die das machen, anständige Rahmenbedingungen haben, gut bezahlt werden und entsprechende Voraussetzungen vorfinden. Wir werden der Bundesregierung im Frühjahr bei einigen Vorhaben, die angekündigt sind, genau auf die Finger schauen. Eines dieser Maßnahmen ist das gesamte Paket und die ganze Diskussion rund um Mindestsicherung, Notstandshilfe und Arbeitslosengeld. Da geht es schon auch darum hinzuschauen, dass wir nicht ein System schaffen,
wo von vornherein klar ist, dass damit Armut gesteigert wird und Armut für die Zukunft generiert wird. Wir wollen kein Hartz IV in Österreich haben und alle Maßnahmen, die in diese Richtung gehen, werden wir als Gewerkschaftsbewegung ansehen, wir werden sie analysieren, wir werden aufklären, die Menschen, und wir werden das bekämpfen. Wir werden uns das nicht gefallen lassen, dass die Ärmsten der Armen dafür herhalten müssen, dass eine Politik in Richtung Spaltung der Gesellschaft, in Richtung Auseinanderdividieren weiterhin am Leben erhalten werden kann. Das ist nicht unsere Vorgangsweise und daher werden wir uns da auch gemeinsam mit den Betroffenen und gemeinsam mit der Zivilgesellschaft zur Wehr setzen. 2019 bringt auch den Umbau der Sozialversicherung. Hier haben wir alles getan, um der Regierung deutlich zu machen, ihr baut hier ein System, das große Nachteile mit sich bringen wird und das so nicht halten wird. Wir gehen hundertprozentig davon aus, dass eine Reihe von Maßnahmen in diesem Gesetz verfassungsrechtlich nicht halten werden. Das wird mit sich bringen, dass man mit einem Umbau beginnen wird, dann wieder das eine oder andere revidieren muss, dann fängt man wieder von vorne an und und. Also das Chaos ist vorprogrammiert. Und wenn Sie sich vorstellen, dass ein Zeitraum vom 1. April bis 31. Dezember 2019 für den größten Fusionsprozess, den diese Republik jemals hatte, zur Verfügung gestellt wird, dann kann man fragen, wen man will in der Wirtschaft, die auch nur Fusionen von zwei größeren Häusern oder Unternehmen gemacht haben. Das geht nicht. Das geht vom zeitlichen Ablauf nicht und die Gefahr ist daher sehr groß, dass das Werkel an die Wand fährt. Und warum betone ich das? Wir haben ja immer in der Vergangenheit auch darauf hingewiesen, weil es ganz schnell gehen wird, wenn es so weit ist, dass man dann Schuldige sucht. Und da wird es dann heißen, ja, aber die Gewerkschaft, die hat ja immer gesagt, das fährt an die Wand. Und weil es die gesagt hat und weil es die boykottieren, darum wird es ja tatsächlich an die Wand fahren. Daher werden wir Folgendes tun, damit wir in diese Falle nicht hineingehen. Wir werden alles dokumentieren, was ausgehend vom 1. April, wenn diese neue Reform auch entsprechend umgesetzt wird. Alles, was da getan wird, werden wir dokumentieren. Wir werden das öffentlich machen. Wir werden quasi ein öffentliches Tagebuch führen, wo wir genau festhalten, welche Maßnahme wird gesetzt, was ist unsere Position dazu, wie wirkt sich das heute aus und wie wirkt es sich möglicherweise morgen aus. Damit keiner sagen kann, wir haben das nicht gemusst und damit keiner sagen kann, na, aber das, das hätte ich auf Wissen früher sagen oder sonst irgendwas, wie es auch immer wieder vorkommt. Und das machen wir und das haben wir uns vorgenommen, im ersten Halbjahr auch entsprechend umzusetzen. Ein weiterer Schwerpunkt wird der Kampf gegen das Prekariat sein. Wir haben eine aktuelle Studie der Uni Wien. Bei den 30- bis 40-jährigen Frauen, die Teilzeit arbeiten, machen das genau 7%, weil sie es wollen und 93%, weil sie es aufgrund von Betreuungsaufgaben für Kinder, für ältere Menschen machen müssen. Hier passen die Rahmenbedingungen nicht. Und da einen großen Schritt weiterzukommen, das ist das Ziel. Da brauchen wir die schon angesprochene Karenzzeitenanrechnung per Gesetz. Wir brauchen flächendeckende Kinderbetreuungseinrichtungen in ganz Österreich und wir brauchen natürlich rasch Schritte in Richtung der 1700 Euro Mindestlohn in den Branchen, wo besonders viele Frauen beschäftigt sind. Letzter Punkt, den ich ansprechen möchte, ist die Steuerreform, die sogenannte. Ich weiß es ja nicht, was kommen wird. Wir werden es im Jänner sehen, da wird die Regierung verkünden, was sie vorhat. Das, was wir auf der Gerüchteküche hören, das, was wir an bisherigen Informationen am Tisch haben, verstärkt unsere Sorge, dass wieder sehr viel versprochen wird und dann wenig gehalten wird, so wie wir das bei anderen Maßnahmen aus diesem Jahr auch kennen. Unsere Position ist klar, wir sind für eine Entlastung der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, wir sind auch dafür, Maßnahmen gegen die kalte Progression zu setzen. Wir schauen bei allen Maßnahmen, die gesetzt werden, auf die Verteilungswirksamkeit. Hier gibt es viele Gestaltungsmöglichkeiten und auf eines schauen wir ganz besonders und das möchte ich betonen, weil wenn man einen Wickel mit uns haben will, dann muss man genau das umsetzen, was zwischen den Zeilen schon gesagt wurde, nämlich die Ausnahmen im Steuerrecht zu streichen und zu beseitigen. Und da muss man wissen, als Arbeitnehmerin, als Arbeitnehmer,
Was sind denn die Ausnahmen im Steuerrecht zum Beispiel? Das sind die Schmutzerschwerniszulagen, das sind das Urlaubsgeld, das Weihnachtsgeld, was steuerlich begünstigt ist, und viele andere Dinge mehr. Und nur eine Streichung von unmittelbaren Zulagen können, und wir haben Beispiele durchgerechnet, bis zu einem jährlichen Einkommensverlust von 1.300 bis 1.500 Euro führen. Bei Leuten, die 2.000 Euro im Monat verdienen, ist das richtig viel Geld. Und daher ist das, sollte tatsächlich geplant sein, diese Maßnahme ohne entsprechende Gegenmaßnahme zu setzen, nämlich die Streichung der Ausnahmen bei den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, das ist eine klassische Kriegserklärung und dem werden wir uns auch entsprechend entgegensetzen. Wir verlangen vielmehr, dass auch über Steuerstrukturen diskutiert wird. Eine langjährige Forderung der Gewerkschaftsbewegung ist, dass auch die großen Vermögen einen entsprechenden Beitrag leisten müssen. Und wir wollen, dass mehr denn je Initiativen ergriffen werden, Steuerbetrug zu bekämpfen und auch auf der europäischen Ebene. Und da bietet sich die Wahl zum Europäischen Parlament an, das auch großflächiger zu diskutieren, die digitale Betriebsstätte entsprechend umzusetzen. Wir sind auch nicht dagegen, dass es Unternehmerförderung im steuerlichen Bereich gibt, das betone ich ausdrücklich, aber man muss schauen, welche Wirkung hat das. Und daher ist es uns lieber, es gibt Unternehmerförderungen, die zur Folge haben, dass in Österreich investiert ist, dass Wertschöpfung hier geschaffen wird und damit auch Arbeitsplätze, als dass unterm Strich dann weniger Köst gezahlt wird, was wahrscheinlich so sein wird, weil es angekündigt wurde. Am Ende des Tages geht es uns immer um ein gutes Leben und in Bezug auf die Steuerpolitik heißt das, dass die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer nicht zu viel Lohnsteuer zahlen dürfen, aber dass es insgesamt genug Steuereinnahmen geben muss, damit der Staat auch seine Aufgaben, von denen letztlich die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer besonders profitieren, das heißt den Sozialstaat, Schulen, Krankenhäuser, Infrastruktur, dafür müssen ausreichend Mittel zur Verfügung stehen, dass man das auch umsetzen kann. Ich danke Ihnen herzlich.